Nein, um das Benzin kümmere ich mich lieber selbst. Ach so, okay. Ja, das geht natürlich auch. Dann bitte einmal ins Motorrad rein. Einverstanden. Wir füllen den Tank auf und sehen mal, ob ich meinen Plan in die Tat umsetzen kann. Fertig. Ich sage Joshua, dass das Motorrad vorbereitet ist. Joshua? Ja? Das Motorrad ist schon getankt. Lass uns den Plan durchführen. Großartig. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. Ich sage dir, was wir machen. Ich werde das Motorrad in Gang setzen und du startest den Anlasser der Kontaktmaschine, sobald sich das Rad zu drehen beginnt. Okay. Klar, einverstanden. In Ordnung. Dann stell dich neben den Anlasser. Es funktioniert. Fabelhaft. Junge, wir haben es geschafft. Ich wusste, dass meine Idee mit dem Riemen funktionieren wird. Hör mal, es war meine Idee. Lassen wir das. Jetzt musst du mir helfen, die Kombination zu finden, mit der wir das Dimensionstor öffnen können. Ich brauche dich, mein Junge. Enttäusche mich nicht. Gut, ich mache mit. Was soll ich tun? Pass auf, ich habe festgestellt, dass ich im Zentrum des Kraters die beste telepathische Verbindung erhalte. Ich werde dorthin gehen und du wirst die Notentastatur bedienen. Ich glaube, dass ich auf diese Weise die telepathischen Signale empfangen werde. Sie zeigen mir dann, ob die Kombination sich gut entwickelt oder nicht. Das Einzige, was du für die Kombination in Betracht ziehen musst, ist, dass sie aus 5 unterschiedlichen Noten besteht. Ich denke, du hast es verstanden, oder? Man darf keine Note innerhalb der Kombination wiederholen. Okay? Schon klar. Variationen von 7 Noten ohne Wiederholung und in 5er-Gruppen gespielt. Du bist ein kluges Kerlchen. Lass uns anfangen. Rantor wartet auf mich. Fertig. Und los. Ich glaube, ich will das überhaupt jetzt noch gar nicht machen. Oder vielleicht doch? Oh Gott. Jetzt. Was? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Wie soll ich jetzt einfach raten? Na. Okay. Fünf. Joshua kommt angelaufen. Mal sehen, was passiert ist. Keine Ahnung. Also, 3 der Noten gehören zur Kombination. Aber keine davon ist an der richtigen Stelle. Gib nicht auf. Lass es uns nochmal versuchen. Ach nein, das ist so ein Dreck. Oh Gott. Ja, einverstanden. Klar, wir probieren es nochmal. Ich versuche es nochmal. Ich gehe jetzt zur Mitte des Kraters. Oh nein. Das kann ja nur ewig dauern. Okay, 3 der 5 gespielten Noten an der richtigen. Moment mal. 3 der Noten sind richtig, aber an der falschen Stelle. Dann werde ich jetzt die letzte, die ich gespielt habe, erstmal. Damit ich erstmal weiß, welche denn die 3 sind. Also. 1. 2. Der Noten gehören zur Kombination, aber keine davon ist an der richtigen Stelle. Gib okay. Nicht auf. Lass es uns nochmal versuchen. Und, immer noch 3. Ich habe wahrscheinlich jetzt gerade einen Zusatz. Okay, komm, einverstanden. Probieren wir es noch. Ich versuche es nochmal. Ich gehe jetzt zur Mitte des Kraters. Wir hatten 1, 2, 3... 4 und 5, dann waren 3 richtige. 1, 2, 3, 4, 5 waren 3 richtige. Das Doofe ist nur, wenn ich 1, 2, 3, 4... ich probiere nochmal was. So. Jetzt lasse ich mal den aus. Dann machen wir den. Mal gucken.
Also, drei der Noten gehören zur Kombination. Nein. Aber nur eine ist an der richtigen Stelle. Gib nicht auf. Lass es uns nochmal versuchen. Oh Gott. Ja, wir werden das nochmal versuchen. Wir werden das hier auch noch weitermachen. Allerdings werde ich jetzt mal eine ganz kurze Pause einlegen und mich mit Blatt und Stift bewappnen, werde nochmal für kleine Gabos unterwegs sein, werde mir nochmal was Gemütliches zu trinken holen, vielleicht noch ein kleines bisschen schnabulieren und dann sehen wir uns hier genau an dieser Stelle gleich wieder. Also, bis gleich! Und da bin ich dann auch wieder. So, ich habe, bevor ich hier quasi euch die ganze Zeit zuschauen lasse, habe schon mal ein bisschen ausprobiert gehabt. Mal gucken, ob ich dann die Tabelle, die ich hier angefertigt habe, ob ich die irgendwie mal dazu packen werde oder nicht. Auf jeden Fall habe ich zumindest schon mal die richtigen Zahlen auf jeden Fall schon mal gefunden, beziehungsweise die richtigen Stellen. Ich versuche es nochmal. Jetzt zur Mitte des Und die will ich euch zumindest einmal zeigen. Das hat mich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Versuche gekostet. Das ist nämlich einmal, wenn ich es jetzt richtig sehe, einmal 1. Dann die dritte. Dann die fünfte. Dann die sechste. Und die siebte. Wunderbar, genau. Das sind die fünf Noten, die zur Kombination gehören. Aber nur eine ist an der richtigen Stelle. So. Wir sind auf dem richtigen Weg. Lass es uns nochmal versuchen. Okay, natürlich werde ich es jetzt nochmal versuchen. Einverstanden. Ich versuche es nochmal. Eine ist an der richtigen Stelle. Jetzt werde ich natürlich einfach mal die vorderen beiden einfach mal wechseln und mal schauen, was passiert. Also erst die 3. Dann die 1. Dann die 5, die 6 und die 7. Schauen wir mal. 5 richtige. Wunderbar, und das sind die 5 Noten, ja, die zur Kombination gehören. Aber keine davon ist an der richtigen Stelle. Keine. Dann wir sind auf dem richtigen Weg. Lass es uns nochmal versuchen. Dann war die erste auf jeden Fall richtig. Also, dass ich die erste Taste als erstes drücke. Gut. Also, die erste Taste als erstes drücke. Einverstanden. Bitte. Wie schon gesagt, man muss sich das nebenbei aufschreiben, sonst hat man hier überhaupt gar keine Chance. Also, die erste ist richtig. Und dann machen wir mal 5, 6, 7, 3. 5. 6, 7 und die 3. Gucken wir mal. Wunderbar, das sind die 5 Noten, die zur Kombination gehören. 3 davon sind an der richtigen Stelle. Wir haben es fast geschafft. Machen wir weiter. Okay, 3 sind an der richtigen Stelle. Blöd ist nur, jetzt habe ich so viel vertauscht. Shit. Einverstanden. Ich gehe jetzt. Okay. Also die 1 muss an der richtigen Stelle sein. Die kreise ich mir mal ein bisschen ein. So. Jetzt müssen es nochmal 3. Also jetzt sind es nochmal 2 weitere an der richtigen Stelle. Ich würde euch das ja total gerne erklären, wie. Aber es bringt ja nichts. Also 1 ist an der richtigen Stelle. Dann werde ich mal 6 und 5 vertauschen. 1, 6, 5, 7, 3. 1, 6, 5, 7 und 3. Man vertippt sich nicht. Wunderbar, das sind die 5 Noten, die zur Kombination gehören. Aber nur 2 sind an der richtigen Stelle. Wir sind auf dem richtigen Weg. Lass es uns nochmal versuchen. 2 sind an der richtigen Stelle. Das heißt also, 1 an der ersten Stelle war richtig. Jetzt habe ich 5 und 6 vertauscht. Jetzt waren nur 2 an der richtigen Stelle. Ah, so ein Mist. Ich muss mal gucken. Bei 1, 5, 6, 7 und 3 waren es 3 richtige. Dann habe ich die beiden vertauscht und dann sind es nur noch 2. Also würde ich jetzt mal rein von meinem Gefühl
G5 an die dritte Stelle legen. Und dann habe ich um endlich. Ich probiere jetzt einfach mal. Eigentlich müsste ich systematisch vorgehen und hier nicht einfach wild rumprobieren. Wir probieren mal was. Ja. Einfach. 1. 7. Dann die fünfte. Dann die dritte. Und die sechste. Wunderbar! Ja, das sind die fünf Noten, die zur Kombination gehören. Aber nur zwei sind an der richtigen Stelle. Wir sind auf dem richtigen Weg. Lass es uns nochmal versuchen. Also, zwei sind an der richtigen Stelle. Also gehe ich mal von der 1 und der 5 aus, dass das richtig ist. Jetzt gucke ich mal an die Stelle, wo 3 an der richtigen Stelle waren. Dann mache ich 1, 3, 5, 7, 6. Wir machen mal. Einverstanden. Mehr als ehrlich, ich kann es euch rätseln nicht. Das dauert bei mir immer ewig. 1, 3, 5, 7. Also tatsächlich immer einen ausgelassen, wenn ich es jetzt gerade sehe. Und? Wunderbar, das sind die fünf Noten, die zur Kombination gehören. Drei davon sind an der richtigen Stelle. Wir haben es fast geschafft. Machen wir weiter. Ja, selbstverständlich. Machen wir jetzt weiter. Jetzt will ich es auch nicht fertig kriegen. Ich gehe jetzt zur Mitte des Kraters. Mhm, gut. Also 1 und 5 sind definitiv an der richtigen Stelle. Davon kann ich, glaube ich, ausgehen. Jetzt sind es 3. Oben waren es auch 3. Dann brauche ich hier die 7, 3, 6. Okay, probieren wir mal. Ich schreibe mir also 1, 6 ist hier. 5. 7. Und 3. Und? Wunderbar! Das sind die 5 Noten, die zur Kombination gehören. Aber nur 2 sind an der richtigen Stelle. Wir sind auf dem richtigen Weg. Lass es uns nochmal versuchen. Ja, irgendwann muss ich es ja treffen. Vor allem das Ding ist ja, ich weiß nicht, ob die 5 an dieser... Also ich gehe mal davon aus, dass die 5 da richtig Einverstanden. Ist. Okay, machen wir weiter. Das ist die 1 und die 5. Wenn ich davon ausgehe, dass die 3 an der zweiten Stelle ist, dann haben wir 1, 3, 5, 6, 7. 1. 3. Ah nein, das hatte ich glaube ich schon mal, oder? Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Kann das sein? Wunderbar! Das sind die fünf Noten, die zur Kombination gehören. Aber nur eine ist an der richtigen Stelle. Wir sind auf dem richtigen Weg. Lass es uns nochmal versuchen. Okay, das hatten wir also schon. Einverstanden. Ich versuche es nochmal. Ich gehe jetzt zur Mitte des Kraters. Aber nur eine ist an der richtigen Stelle. Dann ist also auch die 5 da nicht an der richtigen Stelle. Oh, ich werd wahnsinnig. Die 1 stimmt wohl. Die 5 kann da nicht an der richtigen Stelle sein, weil alles andere verquert ist. So, ich schau mal, wo die 5 falsch ist. 3 sind an der richtigen Stelle. Wenn die 5 falsch ist... Dann machen wir 1, 5, 3, 6, 7. Ne, 6, 7 kann ja nicht. Das war das, was ich zuletzt probiert habe. 7, 6. Let's go. 1, 5, 3, 7, 6. Dieses Geräusch! Jo, das war richtig. Oh, gütiger endlich. Gott. Ein gleißendes Licht bedeckt das Zentrum des Kraters. Ich kann Joshua nicht sehen. Brian, ich kann es nicht glauben. Es ist unglaublich, Junge.
Es ist wundervoll. Leb wohl. Du ahnst nicht, wie viel Liebe mich begleitet. Aber was zum... Auf Wiedersehen, Joshua. Hat er wohl gar nicht so unrecht gehabt. Das merkwürdige Geräusch hat aufgehört. Und das Licht ist verschwunden. Aber ich kann Joshua nirgends sehen. Ich steige in den Krater hinab und sehe nach, was passiert ist. Das ist der Hammer. Von Joshua sind nur ein schwarzer Fleck auf dem Boden und sein telepathischer Helm übrig geblieben. Ich glaube nicht, dass wir Joshua je wiedersehen werden. Ich hoffe, dass er, wo immer er auch sein mag, seinen Frieden dass er gefunden hat, wonach er suchte. Ich bin immer noch echt ein bisschen sprachlos, dass er anscheinend recht hatte. Deswegen auch Begegnung der vierten Art. Okay. Einverstanden. Joshua wird ihn nicht mehr brauchen. Nö, nicht wirklich. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass dieses Ding irgendwelche telepathischen Fähigkeiten verstärken oder Vergleichbares tun kann. Ich habe keine Lust, ihn aufzusetzen. Nö, so wie nicht. Es aussieht, muss dieser Teil des Bodens sehr hohen Temperaturen ausgesetzt gewesen sein. Okay, haben wir noch irgendwas? Nö, nicht wirklich, ne? Egal. Ich glaube, sonst gibt es hier auch nichts mehr, ne? Ja, Joshua, auf Wiedersehen. Hat er recht gehabt, der Jüng? Oh ja, das trifft's auf jeden Fall. Ein Road Adventure. Durch und durch. Oh, die Kontaktmaschine läuft nicht mehr. Bestimmt ist dem Motorrad das Benzin ausgegangen. Boah, da haben wir aber Glück gehabt. Gut, jetzt Tastatur. Sie werden nicht funktionieren. Seit das Motorrad nicht mehr läuft, hat die Kontaktmaschine keinen Strom. Natürlich. Macht ja auch völlig Sinn. Aber jetzt, glaube ich, kann ich ruhig ans Zelt dran gehen, oder? Oder ans Motorrad? Unmöglich. Außerdem, obwohl Joshua es nicht mehr bin. Aber es wäre nicht... In Ordnung, in Ordnung. Ich geb's ja zu. Ich kann nicht Motorrad fahren. Ach so. Was soll's? Okay, aber jetzt können wir doch das Campingzelt öffnen, oder? Jetzt ist doch egal. Einverstanden. Joshua wird es nicht mehr benötigen. Mal sehen, was ich hier finden kann. Ja, ich kann diese Sachen hier gebrauchen. Eine Leuchte, die man auf der Stirn trägt. Und ein Kletterseil. Okay, sonst in Ordnung. Ja, ich gucke einfach nochmal nach. Ich sehe nichts mehr, was ich gebrauchen könnte. Okay, gut. Dann brauchen wir wahrscheinlich die Leuchte später für wenn wir in die Mine kommen. Wenn wir dann in die Mine kommen. Aber ziemlich sicher, weil hier unser Freund der Kupferstecher soll uns ja helfen. Der Oscar, glaube ich, hieß er. Ja, genau. So, dann geben wir dir doch einfach mal den Helm, damit du ganz viele neue, tolle Ideen hast. Vielleicht? Saturn! Ich bringe dir die Lösung für deine Inspirationskrise. Ehrlich? Was ist das denn? Es ist ein Helm. Ein ideenbringender Helm. Er stimuliert die Hirnaktivität auf unglaubliche Art und Weise. Du wirst sehen. Hiermit werden dir hunderte von Ideen nur so aus dem Kopf heraus sprudeln. Nimm, setz ihn auf. Ich hoffe nur, dass das eine wirklich gute Idee ist. Mal sehen. Ja, ich spüre etwas. Oh nein, jetzt redet er auch noch durch, oder was? Oh nein, Bibi, was hast du angerichtet? Was haben wir angerichtet? In meinem ganzen Leben habe ich mich noch nie so inspiriert gefühlt. Ich muss eine Skulptur erschaffen, die das Werk meines Lebens sein wird. Ich gehe sofort los, um den geeigneten Stein zu finden. Danke, Brian, ich schulde dir was. Bitte, bitte, gern geschehen. Und viel Glück? Kaum zu glauben. Am Ende funktioniert der verrückte Helm doch tatsächlich. Mal sehen. Ich hoffe, dass Saturn nicht wie Joshua endet. Das kann man nur hoffen, aber jetzt haben wir hier endlich hier seinen Schweißbrenner, mit dem wir endlich da auch in der Lok endlich weiterkommen. In Ordnung. Super. Schließlich schuldet mir Saturn etwas. Klasse. Der Schweißbrenner ist sehr leicht. Ich dachte, er sei viel schwerer. Und wir können jetzt wahrscheinlich das hier noch machen, Einverstanden. Oder? Einverstanden. Versuchen wir es, während Saturn nicht da ist. Perfekt. Wie heißt das noch? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich werde die Statue genau auf das Katapult stellen. Wir kommen auf jeden Fall vorwärts. Ist das nicht zu weit? So ist es gut.
Jetzt bewegen wir sie ganz vorsichtig nach unten. Was ist das Perfekt. Denn? Schon habe ich sie auf dem Katapult abgestellt. Okay, die Gesichter sehen sehr merkwürdig aus. Da halten... Ja, mal gucken, was Bibi dazu zu sagen hat. Ich wette, sie wartet darauf, einen Ausflug zu machen. Oh ja. Geht das? Einfach so leicht? Wir machen das mal. Einverstanden. Und tschüss, hoffentlich. Ich hoffe, dass die Statue auf demselben Punkt landet, auf dem vorher der Farbeimer gelandet ist. Abflug! Auf geht's!